Als wir mit unserer Megabase angefangen haben, sind wir der Frage, in welchem Biom wir diese bauen, gezielt ausgewichen, indem wir einfach mal die komplette Minecraft-Welt ausgelöscht haben. Doch jetzt, da Schritt 1 vollendet ist, können wir beginnen, dieses gigantische, traurige Loch in einen super schönen und einzigartigen Ort zu verwandeln, welcher irgendwann mal die größte Base in ganz Minecraft werden soll. Und dazu werden wir in diesem Video jedes einzelne Biom, das es in Minecraft gibt, in unsere Base bauen, sodass diese nicht nur in einem Biom steht, sondern in allen. Hierbei fangen wir mit einfachen Biomen wie einer Wüste an und arbeiten uns mit der Zeit immer weiter fort zu den etwas schwierigeren Biomen mit Strukturen bis hin zum Void-Biom am Ende vom Video, für das wir tausende Bedrock-Blöcke entfernen müssen. Aber bevor wir anfangen, die Biome zu bauen, müssen wir natürlich zuerst den Bereich markieren, wo diese später sein werden. Alle Markierungen sind gezogen, wir haben die ganzen Platzhalter für die Biome gebaut und das sind die Stellen, in die die ganzen einzelnen Biome reinkommen, ringsherum um unser Loch. Das ist halt schon fett, also jedes einzelne Biom, was wir jetzt bauen werden, werden wir halt nicht in Mini bauen. Das sind halt jedes Mal schon so 100 mal 100 oder so. Wir fangen an mit unserem ersten Biom, welches das ganz normale Plains-Biom ist. Und dazu brauchen wir jetzt vor allem erstmal einige Schalkekisten Grasblöcke. Was ist das? Das ist Opera GX, der beste Browser für jeden Gamer und der Sponsor des heutigen Videos. Wenn ihr immer noch einen von diesen langweiligen Browsern benutzt, dann habt ihr wahrscheinlich noch nichts von Opera gehört. Ihr könnt hier nämlich mit nur ein paar Klicks zwischen tausenden Mods auswählen, welche eurem Browser ein komplett neues Design verschaffen. Hierzu gehört zum Beispiel Hintergrundmusik, animierte Wallpaper, Sounds beim Öffnen und Schließen von Tabs, generelle Farbanpassungen und eins meiner Lieblingsfeatures, die Sounds während dem Schreiben mit der Tastatur. Alle diese Features könnt ihr mit Hilfe der Mods ganz leicht in nur wenigen Sekunden installieren, aber natürlich könnt ihr auch danach noch alles nach euren Wünschen anpassen und verändern. Wenn ihr zu faul seid, eure ganzen Einstellungen, Lesezeichen und Add-ons von eurem alten Browser neu einzustellen, dann könnt ihr ganz einfach mit nur einem Klick alles in Opera GX importieren, was einen Wechsel wirklich unglaublich einfach macht. Opera GX sieht aber nicht nur einfach gut aus, sondern hat noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Denn über das GX Control Panel lässt sich der RAM- und CPU-Verbrauch beliebig einstellen, sodass ihr immer die bestmögliche Leistung für Minecraft habt. Ladet euch Opera GX dauerhaft kostenlos über den Link in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren herunter und schaut euch am besten alles mal selber an. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Und jetzt konnten wir beginnen, die Fläche für unser Plains-Biom zu bauen. Und auch wenn es hier nicht wirklich schwer aussieht, hat es ziemlich lange gedauert, diese Grundfläche zu bauen, obwohl das Plains-Biom sogar eins der einfachsten Biome ist. Später im Verlauf des Videos kommen noch deutlich schwierigere Biome, welche uns nur für die Grundfläche einige Stunden kosten werden. Ich würde sagen, das erste, was wir jetzt als erstes mal machen können, hier fehlt ja eine ganz wichtige Sache, und zwar Gras. Und deswegen holen wir uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen Knochenmehl und werden die ganze Fläche mal mit Blumen und Gras ausstatten. Wir können einfach in einem Soul Sand Valley ein bisschen Knochenblöcke abbauen. Aber den Nether. Alter, wie cool, direkt im Soul Sand Valley. Und hier fahren wir jetzt Knochenblöcke. Also 4,5 Stacks Knochenblöcke sollten reichen. Wir gehen mal wieder zurück. Oh Gott, welches von diesen ganzen Netherportalen? Oh mein Gott, Bro, wo sind wir rausgekommen? Ein Netherportal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irgendwo da vorne, glaube ich. Hier, ja, hier. Ich glaube, das, nee, das da. Ja, das war's. Und hier die Knochenblöcke können wir jetzt zu Knochenmehl machen und zack. Aber wenn man jetzt hier so lang läuft, es sieht schon, ja, es sieht schon plainsmäßig aus. So, der erste Baum. Oh, der Unterschied zwischen den beiden Biomfarben hier ist echt krass. Und damit haben wir das erste Biom abgeschlossen, das Plains-Biom. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Biom. Um diese unzähligen Biome zu bauen, brauchen wir nicht nur extrem viel Zeit, denn ihr seht, wie groß die Markierungen pro Biom sind, sondern auch einen Plan, wie wir das Ganze angehen wollen. Und dazu habe ich alle Minecraft-Biome in insgesamt 5 Kategorien eingeteilt. Die einfachen Biome wie unser Plains-Biom, einem Nether Waste oder einer Wüste. Die normalen Biome, wozu ein Bambusdschungel, ein Sumpf, ein Ozean oder auch ein Dark Forest gehören. Die ungewöhnlichen Biome und auch seltenen Biome wie eine Pilzinsel, ein Mangrovensumpf oder auch ein Deep Dark. Die fortgeschrittenen Biome, welche schwieriger zu bauen sind und auch ein paar Strukturen erhalten. Und schließlich das mit Abstand schwerste Biom von allen, das Void-Biom, für das wir unter anderem extrem viele Bedrock-Blöcke entfernen müssen. Das waren zwar nicht alle Biome auf unserer Liste und es gibt noch viele weitere, die wir heute bauen werden, aber so steht unser Plan fest und wir können direkt mit dem zweiten Biom auf der Liste weitermachen, welches sogar eine Struktur bekommt. Das nächste Biom, was wir bauen werden, ist eine Wüste. Und für die Wüste brauchen wir eine Wüste. Die müssen wir dann auf jeden Fall noch suchen für die Kakteen, die wir brauchen. Aber für den Sand können wir erstmal hier am Strand ein bisschen Sand farmen. Zurück vom Sandfarm. Wir haben jetzt leider nicht so viel Sandstone. Wir fangen jetzt mal ein bisschen an. Hier haben wir auf jeden Fall Sand. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal eine Wüste suchen. Aber wir können jetzt zum Beispiel erstmal hier anfangen und den Untergrund zu platzieren, wo dann später der Sand drauf kommt. Gleiches Prinzip wie beim Plains-Biom. Wir werden auch wieder hier erst so ein bisschen die Kurven reinmachen, dass sich so ein bisschen die Landschaft hier bildet. So, und hier... Ach Mann, Bro, was? Keiner mag dich...
Das war's. Das bedeutet, wir müssen jetzt eine Wüste finden. Das ist generell das Ding. Wir müssen jedes Material neu ranholen. Von jedem einzelnen Biom, weil wir kein Lager haben. Heißt, wir machen uns auf die Suche nach einer Wüste. Oh, da ist eine. Oh mein Gott, Bro. Ich hab's schon aufgegeben fast. Dann können wir uns hier nicht nur unseren ganzen fehlenden Sand farmen, den wir noch brauchen. Weil hier haben wir nämlich ein bisschen mehr als an so einem Strand. Sondern wir können auch noch eine ganze Menge Sandstone farmen. 3 Shulker Sandstone. Und jetzt können wir uns mal umschauen. Wir brauchen nämlich noch ein paar andere Sachen für unsere Wüste. Wir sind ja gerade in einer. Unter anderem diese Dead Bushes hier. 32 Dead Bushes sollten reichen. Und jetzt brauchen wir auch noch diese Kollegen hier. So, angekommen mit dem ganzen Sandstone. Und wir können jetzt weiter bauen am Untergrund von unserer Wüste. Die Grundfläche steht. Jetzt würde ich halt ein bisschen gucken, dass wir so ein paar Hügel reinbekommen hier. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Wir holen uns jetzt den Sand. Und der muss jetzt erstmal hier überall drüber. Wir brauchen noch ein bisschen mehr von diesen Hügeln. Weil eine Wüste ist dann schon ein bisschen kleinteiliger als jetzt hier. Also so lange Kanten hier gibt es ja auch in der Wüste eigentlich kaum. Es ist schon nicht so einfach, so mal aus dem Nichts so ein Minecraft-Biom zu bauen. Ich will echt, dass die Biome am Ende alle gut aussehen. Boah, ich finde, es sieht so viel besser aus als vorher. Sieht natürlich immer noch ein bisschen leer aus, aber das fixen wir jetzt. Hey, und um die Wüste jetzt noch ein bisschen aufzufrischen, werden wir einen Wüstentempel bauen. Und damit die erste Struktur im zweiten Biom schon direkt. 21 mal 21 Blöcke Grundplattform, die hat das ganze Ding nämlich. So, 21 mal 21. So, und jetzt erkennt man es schon ein bisschen. Das wird tatsächlich die Pyramide, die 1:1 so auch in Minecraft aussieht. So, und damit ist der Wüstentempel fast fertig. Fehlt nur noch das Muster im Boden. Ja, als ob das so ist, Bro. Hey, nein, das ist halt... Oh. Ich würde sagen, damit ist die Wüste und damit unser zweites Biom auch fertig. Und wir bauen jetzt mal diesen Kaktus ab, Bro. Der Kaktus ist komplett am Durchstarten. Wo will der hin? So, mein Freund. Ende Gelände. Also, Maxi-Cat, ich habe eine Aufgabe für dich. Deine Aufgabe ist, dieses Plains-Biom, was meiner Meinung nach nicht so gut gelungen ist und ich finde die Wüste 20 mal besser, hier nochmal einen Lavasee hinzubauen. Den schauen wir uns dann auch gleich an. Wir machen jetzt dabei mit dem anderen Biom weiter, mit dem dritten Biom. Das bauen wir hier hin, direkt neben die Wüste. Und zwar das Nether-Wastes-Biom. Das wohl langweiligste Nether-Biom überhaupt. Aber wir sind ja gerade auch sowieso noch bei den einfachen Biomen. Und dazu gehen wir in den Nether. Und wir holen uns Netherrack. Wahrscheinlich so 2-3 Schalker voll. Aber davon gibt es ja jetzt zum Glück eine ganze Menge. Warte mal. Warum baue ich die Blöcke eigentlich ab? Ich hab doch TNT. Oh nein. Oh mein Gott, das war so klar, dass das passiert. Guck mal. Oh. Der Boden vom Nether Waste Biom ist fertig. Und jetzt müssen wir natürlich anfangen, hier in das Nether Waste Biom ein bisschen Erze mit einzuarbeiten. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wir haben jetzt erstmal nur die Netherrack Blöcke platziert. Wir gehen jetzt in den Nether und farmen ganz viel Quarz und die Gold Nether Ores mit Silk Touch. Und wir fangen damit an und platzieren jetzt überall so ein bisschen die Erze hin. Und dann sind wir auch schon fast mit dem Nether Waste Biom fertig. Genau, so ein bisschen Feuer natürlich auch. Oh, ups. Also da kann ich ja echt nichts dafür, wenn ihr ins Feuer läuft. Weg mit denen. Mann, die spawnen immer überall rum. Was wollen die von mir? Im Nether Waste Biom fehlt noch eine entscheidende Sache und zwar die Lavaseen. Dafür haben wir nämlich hier diese Platzhalter gemacht. Hier kommt überall Lava rein. Und für Lava brauchen wir jetzt sehr, sehr viele Eimer. Wir müssen jetzt richtig, richtig viele Lava-Eimer holen, weil ich will, dass die Lava nicht fließt, sondern dass es wirklich ein stehender Lavasee ist in unserem Biom. Da gehen wir jetzt in den Nether. Und Lava haben wir hier. Wir brauchen jetzt Lava. Und diese ganze Lava, die placen wir jetzt hier hin. Das sieht jetzt so aus, als ob das lange dauern wird. Und ja, es wird auch sehr lange dauern, Bro, weil wir müssen den ganzen Boden... Wenn wir jetzt halt so die Lava-Eimer placen, dann sieht es halt komisch aus. Es sieht nicht aus wie im Nether. Wir müssen jetzt auf jeden einzelnen Block einen Lava-Eimer drauf placen, weil es soll aussehen wie im Nether. Hier. Boah, gleich haben wir es. Fertig, oder? Ja, richtig gut. Und guck mal, hier können wir es jetzt auch nochmal machen. Machen wir so hier oben, ja. Und dann fließt hier auch nochmal so ein kleiner Lava-Fall. Und damit haben wir unser Nether-Waste-Biom abgeschlossen. Es ist alles fertig.
Wir beginnen jetzt mit dem vierten Biom auf unserer Liste und damit dem letzten einfachen Biom, passend zu dem Schnee hinter mir, ist ein Snowy Plains Biom. Das heißt, unser erstes Schneebiom wird gebaut und dann sind wir fertig mit den einfachen Biomen. So, GPNM hat schon Grasblöcke gefarmt. Dann können wir die jetzt nämlich anfangen zu platzieren und jetzt geht es halt wirklich wieder darum, das Terrain so ein bisschen nachzubauen. Ich würde es auch diesmal ein bisschen hügeliger machen. Die Grundfläche ist wieder platziert und weil es in dem Biom hier nicht wirklich schneit und es in Wahrheit ein Birkenwald ist, werden wir jetzt hier Schnee platzieren und zwar manuell. Wir machen jetzt hier so eine kleine Schneefarm hin, wo die Schneegolems dann hier drauf kommen. Dann können wir nämlich da einfach immer unter den Füßen von den Schneegolems immer wieder den Schnee abbauen. Dann kommen jetzt hier jetzt die Schneegolems rein. Zack, 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 zack. Und hier haben wir unsere Kollegen und hier können wir jetzt ganz einfach... Oh, Alter, das ist ja... Oh mein Gott, stimmt. Wir lassen die einfach so... Hä? Warte mal, die machen das einfach für uns. Dann fahren wir jetzt ein bisschen Schnee und machen eine riesige Schneemann-Armee. Unsere Armee steht und wir werden jetzt alle scheren und zu Schneemänner machen. Und dann können die Kollegen hier anfangen. Hoffen wir mal, es regnet nicht. Weil wenn es anfängt zu regnen, dann sterben die alle. Wenn es jetzt regnet, haben wir verkackt. Dann müssen wir alles nochmal machen. Ja, Mann, let's go. Oh nein! Oh mein Gott, nein! Also du kannst echt glücklich sein. Ich weiß, du lebst noch nicht. Und ich rede gerade mit zwei Schneeblättern und einem Kürbis. Aber du hast echt viel Glück gehabt. Wenn ich dich nämlich mit der Schere gerechtfertigt hätte, dann würdest du jetzt nicht mehr leben. Ja, du hast auch Glück gehabt. Dann legt mal los, Kollegen. Los, bewegt euch. Was soll das? Oh, es hat bei ihm geholfen. Ich habe ihn aktiviert. Ich muss mal die manchmal so anstupsen. Komm, mach mal was. Arbeite. Ja, ja. Alter, das läuft richtig gut hier. So, haben wir irgendwo Bone Meal. Ja, toll. Ah, was sind das? Die Skelettgang, Alter. Hey, ich brauche doch sogar Knochen. Hä? Wie dumm. Alles fertig. Hier wird auch schon ein Iglo gebaut. Ein kleines. Passt auch in das Biom rein. Was wir jetzt machen, die letzten Schritte ein bisschen Gras platzieren. Mal so ein paar Grasbüschel gucken dann doch nochmal aus dem Boden raus. Und zum Abschluss wenige Fichtenbäume. Auf die Bäume kommt auch Schnee drauf, weil die sind nämlich auch schön zugeschneit, so wie der Boden. Und damit haben wir auch unser viertes Biom fertig. Das Snowy Plains. Ich finde, das ist wirklich gut geworden. Also jetzt mal ehrlich, wir haben das Terrain jetzt viel besser gebaut. Man sieht echt den Fortschritt. Und damit haben wir unser letztes Biom von der Schwierigkeit einfach fertiggestellt. Und das erste Biom von der Schwierigkeit normal ist das Dark Forest Biom. Das Biom mit den fetten Bäumen. Und wir fangen wieder mal an, den ganzen Boden mit Grasblöcken zu füllen. Alright. Der ganze Untergrund auch von diesem Biom ist fertig. Für das Dark Forest Biom ging es dann direkt los, einige 6 Pilze sowie Setzlinge zu farmen und konnten anschließend direkt anfangen, eine ganze Menge an Bäumen auf unserer Fläche zu pflanzen. Hey, was soll das? Hallo? Was sind das für Manieren hier? Guck mal, was die hier für eine Umweltverschmutzung machen. Die müssen wir auch auf ihren ökologischen Fußabdruck achten. Und auch das Dark Forest Biom war hiermit fertig. Hier habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, wie aufwendig dieses Projekt tatsächlich ist, denn nur für die ersten 5 Biome, welche mit Abstand die einfachsten sind, haben wir über 17 Stunden gebraucht. Damit wir später aber bei den weitaus schwierigeren Biomen und auch dem Void-Biom nicht in Zeitdruck geraten, brauchten wir eine Lösung und mir kam da eine Idee. Wir haben ein großes Problem und zwar haben wir die ganze Zeit damit zu kämpfen, dass wir keine Grasblöcke haben. Bei diesen ganzen Biomen, das denkt man jetzt vielleicht nicht, wir haben jetzt schon einige gebaut und wir haben immer viele, viele Grasblöcke gebraucht. Das sind nämlich echt einige Schalker. Grasblöcke, die wir hier verbauen. Und weil wir noch viele, viele Biome bauen müssen, zu denen wir auch ganz viele Grasblöcke brauchen, werden wir jetzt eine Sache tun, die sehr wichtig ist und uns sehr viel Zeit ersparen wird. Weil wir sind jetzt hier schon ungefähr so 17 Stunden mit dem ganzen Zeug beschäftigt und es dauert immer Ewigkeiten, die ganzen Grasblöcke zu farmen. Und deswegen machen wir jetzt die große Grasblöcke-Tour und alle Spieler werden aufbrechen und Grasblöcke farmen. Mein ganzes Inventar ist voll mit Schalkern. Also ich fange hier an zu farmen und baue das ganze Akazienbiom ab. Diese ganzen Schalkerboxen sind alle gefüllt mit Grasblöcken und Erde. Ich denke, damit haben wir auf jeden Fall genug Grasblöcke für die nächsten Biome. Und wir können mit dem nächsten Biom anfangen, was auch wieder ein kaltes Biom wird. Das nächste Biom ist aber ein sehr spezielles Biom. Und zwar werden wir jetzt ein Ice Spikes Biom bauen. Das ist das Biom, das Schneebiom, wo diese großen Spitzen aus Eisblöcken sind, aus Packed Eisblöcken. Und dazu brauchen wir jetzt einen großen Berg, wo viel Packed Eis ist.
Boah, hier kann man so gut... Guck mal, guck dich das mal an. Hier ist alles voll mit purem Schnee. Das ist ja wirklich ein riesiger Schneeberg. Das ist ja eine richtige Schneepiste hier. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an platzieren. Wir müssen jetzt den Untergrund bauen, tatsächlich nicht aus Grasblöcken. Und wir placen den ganzen Schnee. So, die Grundfläche ist mal wieder fertig. Fangen wir jetzt an mit diesem ganzen Pack Eis und werden die Spikes bauen von dem Biom. Und wir versuchen die jetzt mal zu freestylen. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie du bei diesem Projekt mitspielen kannst? Wenn ja, dann ist das hier vielleicht deine Chance. Denn ab heute startet die größte Bewerbungsphase für unser SMP jemals. Wir erweitern nämlich unsere Spieler und es sind 15 neue Plätze frei. Wirklich jeder kann sich ab jetzt bewerben. Joine dafür einfach über den Link in der Videobeschreibung auf den Zonix Community Discord, akzeptiere die Regeln, scroll runter zum Channel Ticket und klick auf SMP Bewerbung. Da musst du einfach so ein paar komische Felder ausfüllen, ein paar Kreuze machen, einen kurzen Text über dich schreiben und fertig. Die Bewerbungsphase startet genau jetzt und geht 2 Wochen. Nach diesen 2 Wochen werden dann die neuen Spieler auf dem Discord bekannt gegeben. Wenn dieses Video also weniger als 2 Wochen alt ist, worauf wartest du noch? So, mal gucken. Wo könnte noch einer hin? Ist auf jeden Fall jetzt schon ziemlich voll hier. Der letzte Ice Spike. Und dann haben wir unser 6. Biom abgeschlossen. Weiter geht's mit dem nächsten Biom. Das 7. Biom, was wir bauen werden, ist ein Sumpf. Guck mal, ich würde das jetzt so machen. Also in einem Sumpf ist ja 2 Varianten von Terra. Es gibt einmal das Unterwasser und einmal die halt normalen Überwasser, die ganzen Blöcke. Deswegen gehen wir erstmal ein bisschen runter und bauen erstmal alles, was unter Wasser ist. So, das müsste passen. Sieht auch ein bisschen komisch aus jetzt. Aber wenn das Wasser dann da ist, das Seegras da ist und auch ein bisschen Land da ist, dann würde es schon besser aussehen. Das Unterwasserterrain haben wir jetzt gebaut. Hier kommt dann überall Wasser drauf. Und jetzt bauen wir die Stellen, wo Land ist. Einfach jetzt hier an manchen Stellen, wo halt kein Wasser ist, hier die Grasblöcke platzieren. Und jetzt seht ihr auch, warum wir an diesem Ort hier bauen. Wir sind nämlich ein bisschen weiter weg von den anderen Biomen. Weil die Grasblöcke haben hier eine andere Farbe. Wir sind tatsächlich in keinem Sumpf. Wir sind ja gerade tatsächlich in einem anderen Biom. Und zwar in einem Dark Oak Forest. Und hier haben die Blöcke auch so ein bisschen so eine dunklere Farbe. Das passt besser zum Sumpf als jetzt so ein Dschungelbiom, was wir da vorne haben. Und deswegen machen wir das Ganze hier. Ist schon, ja, sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Wir werden jetzt anfangen und den ganzen Boden, bevor wir dann die anderen Sachen holen, weil in dem Sumpf sind tatsächlich ein paar Details noch, die hier reingehören. Also es fehlen ja ganz klar auf jeden Fall die Bäume, die Seerosen, es fehlt auf jeden Fall Seegras. Und bevor wir das alles holen, werden wir alles mit Wasser fluten. Also mit Wasser geht es auf jeden Fall deutlich entspannter als mit Lava. Das Geile ist halt, man placed ein Wassereimer und so eine ganze Reihe füllt sich automatisch auf. Das ist halt das Problem, wir haben jetzt hier zwar diese dunkle Farbe erwischt vom Gras, weil in einem Dark Forest kommt die Farbe in einem Sumpf schon ziemlich nah. Aber das Wasser können wir halt, also wir können halt nichts machen. Ich finde aber trotzdem, dass man es erkennt, dass es ein Sumpf ist. Damit ist der Grundstein vom Sumpf gesetzt. Genau, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt in den richtigen Sumpf und da holen wir uns ein paar Items. Wir brauchen für den Sumpf nämlich zum einen ein bisschen Knochen mehr auf dem Boden. Wir brauchen die Bäume, wir brauchen die Ranken an den Bäumen. Natürlich Seerosenblätter und wir brauchen auch ein paar Blumen auf dem Boden, die es nur in einem Sumpf gibt. Und die holen wir jetzt. Let's go. Oh, da haben wir unseren Sumpf. Oha, hier ist sogar ein Skelettpferd. Und hier können wir uns wunderbar bedienen. Hier sind nämlich extrem viele Materialien, die wir brauchen. Und zwar unter anderem diese Seerosen hier. Oh, was geht ab? Was sogar noch einer? Boah, was machen die hier? Guck mal. Let's go, let's go, let's go. Oh, das hier merken wir uns mal. Wenn wir nämlich gehen, kommen wir nochmal vorbei. Gucken wir mal, ob das geschlüpft ist. Weil ich würde mir nämlich gerne, glaube ich, einen kleinen Freund hier mitnehmen aus dem Sumpf. Oh, oh, sie sind fertig. Let's go. Guckt euch die Kollegen an. Boah, ich sage ehrlich, ich glaube, ich nehme hier einen mit. Ich habe eine coole Idee. Wir nehmen uns hier so eine Kaulquappe mit. Er hier wird immer mit uns auf Reisen gehen in Zukunft. Und irgendwann wird er ein schönes Zuhause kriegen, wenn er ein ausgewachsener Frosch ist. Okay, wie nennen wir den Kollegen? Quali die Qualle. Ach so, ist eine Qualle, gell? Bro, das geht zu weit. Wir nennen ihn Hopper. Er wird immer bei uns dabei sein. Der ist ja noch klein, den können wir jetzt immer mitnehmen. Und er ist immer in dem Eimer drin. Tut mir leid für ihn, aber ey, der Eimer ist... Es ist ein gemütlicher Eimer, okay? Es ist kein kleiner, enger Eimer. Der sieht nur so klein aus auf dem Bild. Der ist wirklich, der ist eigentlich ein bisschen größer. Und irgendwann mal, wenn er ausgewachsen ist und ein Frosch ist und unsere Megabase fertig ist, kriegt er ein schönes Zuhause und wir bauen ihm was. Okay, alle Bäume stehen. Und gleich, wenn die Seerosen kommen, spätestens dann wird man auf jeden Fall erkennen, dass es hier ein Sumpf ist. Und jetzt werden wir erstmal die komplette Fläche mit Seegras ausstatten. Boah, ich finde es so echt viel, viel besser. Und was wir jetzt machen, wird das Ganze noch mehr sumpfartig und final sumpfartig aussehen lassen. Das war nicht die letzte Sache, aber wir machen jetzt die Seerosen. So, hier der Baum hat Ranken, glaube ich.
Die wachsen jetzt alle so ein bisschen runter, dauert jetzt noch kurz. Was wir dabei mal machen können, wir können auf dem Boden ein Bone Meal platzieren. Und da haben wir dann noch diese blauen Orchideen. Die können wir auch an ein paar Stellen platzieren. Das sind die einzigen Blumen hier. Wir haben das Sumpfbiom fertig. Ich finde es doch ganz gut. Also man muss wirklich sagen, dafür, dass die Wasserfarbe halt einfach, also wir können die Farbe nicht ändern, ist es schon ganz gut geworden. Man erkennt auf jeden Fall, dass es ein Sumpf sein soll. Es ist halt ein netter Sumpf. Ein Sumpf mit Chlortabletten im Wasser. Ein sauberer Sumpf halt einfach. So, zum Schluss kann er hier, Hopper kann das Ganze bewerten. Er testet den Sumpf für uns. Und ich hoffe, er geht nicht verloren. Okay, schwimm nach rechts, wenn es gut ist. Und nach links. Hallo? Wir machen das nächste Biom. Das nächste Biom ist der Bambus-Dschungel. Haben wir uns einen Ort ausgesucht, wo auch wirklich ein Dschungel ist. Das folgende Soul Sand Valley Biom ging es wieder einmal in den Nether, um einige Shulker Soul Sand und Soul Soil mitzunehmen. Ein bisschen Kies sowie diese komischen Dinge auf dem Boden und natürlich massenhaft Knochenblöcke. Auch das Soul Sand Valley Biom hat seine Zeit gekostet und zu diesem Zeitpunkt war das auch noch mein Lieblingsbiom. Und damit würde ich sagen, ist ein weiteres Biom fertig, Nummer 9. Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon etwa 28 Stunden damit beschäftigt, Biome zu bauen. Dieses Projekt entwickelte sich mit der Zeit immer mehr von einem anfangs noch so scheinbar einfachen zu einem wirklich unfassbar aufwendigen Projekt, welches auch ab hier nicht leichter werden sollte. Für die nächsten 3 Tage hatten wir uns also vorgenommen, mit allen Biomen fertig zu werden, welche sich in der Kategorie normal befanden. Und das waren insgesamt noch 9 Biome. Das Biom ist eigentlich fertig. Es fehlt noch eine einzige Sache, die ich vergessen habe. Und zwar Sweet Berries. Und ich würde sagen, wir haben die gerade nicht gefunden in dem anderen Wald. Wir suchen jetzt mal nach einem Tiger-Biom und gucken mal, ob wir diese Bärenbüsche finden, die Sweet Berries. Oh, da ist eins. Let's go. Oh, das ist ein Fuchs. Oh, Füchse mag ich. Ich glaube, Füchse sind meine Lieblings-Minecraft-Tiere. Okay, aber wo Füchse sind, sind auf jeden Fall diese Bärenbüsche nicht weit. Ich weiß nicht, ob ich die von oben erkenne. Oh doch, da, let's go. Da haben wir doch welche. Die. Genau die brauchen wir. Und damit haben wir das 10. Biom auf unserer Liste abgehakt. Wir sind zweistellig. Das klingt jetzt ziemlich langweilig, aber das nächste Biom ist eine Snowy Tiger. Du bist glücklicher Gewinner von... Hallo? Du bist stolzer Gewinner von diesem ganzen Biom. All das hier gehört jetzt dir. Boah. Er weiß noch gar nicht, was er hier hat. Genau, damit ist das nächste Biom fertig. Biom Nummer 11. Warum ist hier eigentlich Schnee drauf? Ist der Schneemann hier langgelaufen oder? Schneemann ist abgehauen. Hä, wo ist der Schneemann hin? Er ist ja bestimmt nicht hier runtergefallen an der Stelle, oder? Er ist bestimmt dann wieder umgedreht. Ich glaube, das ist doch der beste Spot für das nächste Biom. Das nächste Biom ist ein Warped Forest. Für ein Warped Forest brauchen wir diese Nethergras, das blaue Nethergras. Also dieses Zeug brauchen wir. Und dafür brauchen wir jetzt wieder ein paar Doppelkisten, damit wir erstmal nur die Grundfläche füllen können. Und genau, diese Kollegen hier brauchen wir jetzt. Das sind nämlich die Setzlinge für diese großen Bäume hier. Wir sind zurück. Es gibt ein kleines Update. Wir müssen tatsächlich gar nicht das alles farmen. Man kann einfach den Boden mit Knochenmehl rechtsklicken und dann spawnt einfach von alleine alles. Und so können wir die ganze Fläche jetzt füllen. Ihr seht, hier wachsen auch diese Pilze. Die können wir auch einfach jetzt hier so hochzüchten. Und da haben wir so einen Baum. Nicht abbauen da unten. Maximale Bauhöhe sind wir. Oh. Und ich glaube, es hat jemand abgebaut. Oh nein. Biom ist fertig. Sehr, 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 sehr gut. Es ging ultra schnell. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Biom. Das nächste Biom können wir direkt hier hinbauen. Und das wird das Cherry Grove Biom. Wachs! Er wächst nicht. Bro, der hat schon 3 Stacks Bone Meal geschluckt. Was wird denn das für ein Riesenbaum, Bro? Gleich bauen bis zur maximalen Bauhöhe. Okay, hier vielleicht er. Achso, ja, okay. Er wächst natürlich, klar. Damit haben wir auch das Cherry Biom fertig. Und ich finde alleine das hier jetzt sieht schon sehr, sehr geil aus. Also der Ausschnitt von den 3 Biomen. Das nächste Biom ist ein Birkenwald. Also lass uns hier den Birkenwald schnell hinbauen. Der Birkenwald ist halt echt ein langweiliges Biom.
Und damit können wir auch hinter das Birkenwaldbiom einen Haken setzen. Birkenbiom ist fertig. Das nächste und auch anstrengendste Biom bisher stand nun bevor. Ein Stony Peaks Biom. Denn anders als bei den anderen Biomen mussten wir hier statt nur einer recht flachen Fläche einen richtigen Berg bauen, welcher am besten natürlich möglichst nah an die richtigen Berge von Minecraft rankommt. Und das erste, an das man bei diesem Biom denkt, ist die Kalzitader. Und die durfte natürlich auch bei unserem Biom nicht fehlen. Boah, ich finde es richtig sick. Jetzt erkennt man das Biom halt richtig, richtig gut. Also was wir auf jeden Fall noch machen, wir werden auf jeden Fall am Ende, wenn alle Biome fertig sind ringsherum, wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte, hier diesen Rand noch ein bisschen dicker machen. Also der Rand wird auf jeden Fall noch viel, 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 viel besser aussehen am Schluss. Dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen cooler aussehen. Aber ich finde es schon echt geil. Und auch dieses Biom ist schon fast fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind die ganzen Erze. Auch das Stony Peaks Biom können wir einen Haken hintermachen. Das Biom ist fertig. 15 Biome haben wir bis jetzt gebaut. Auch die Old Growth Taiga hat nicht lange gedauert, da wir die meisten Materialien dafür von den anderen Biomen noch übrig hatten und waren nun mit 16 von 32 Biomen mit der Hälfte aller Biome fertig. Das 17. Biom der Crimson Forest war ebenfalls nicht allzu schwierig, da es einfach unser Warp Forest in Rot war und ich farmte dazu einige 6 Crimson Lilium Blöcke. Oha, Alter, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, wenn ich hier einfach ein bisschen Crimson Lilium farm. Was haben die Piglins denn hier vergraben? Ich hab's gefunden, den ihren Wintervorrat. Das machen die also die ganze Zeit. Wenn so ein Hoglin einen Namen hätte. Stell dich mal vor, ein Hoglin wäre ein Mensch. Wie heißt das Hoglin? Ich finde, ein Hoglin wäre so ein richtiger Thorsten. Oder so ein Jens. So würde ein Hoglin heißen. Hoglins heißen einfach alle Jens. Jo, Jens, was geht? Jens Junior. Bro, ich finde, Jens ist so ein passender Name für einen Hoglin. Das ist echt guter Name. Und mal wieder die Blöcke nehmen und die Fläche füllen. Das Gute ist aber, es gibt ja zum Glück die Power des Videoschnitts. Und deswegen kann ich jetzt einfach in die Hände klatschen und das Biom ist fertig. Crimson Forest fertig. Crimson Forest Biom abgehakt. Und wir können jetzt mit dem letzten Biom weitermachen von den normalen Biomen. Das letzte normale Biom ist der erste Ozean. Und zwar das Standard-Ozean. Und ich würde sagen, hier ist ein guter Platz dafür. Jetzt kann man auch nochmal alle Biome sehen, Bro. Das sieht echt krass aus hier. So von der Seite, finde ich. Das ist schon ziemlich cool. Der Untergrund ist jetzt alles voll mit Blöcken. Und ja, so kann es auf gar keinen Fall bleiben. Und deswegen müssen wir jetzt alles mit Kies füllen. Alles aus Gravel, Bro. Das sieht ja schon richtig krank aus. Ich find's richtig geil. Jetzt gibt's nur ein kleines Problem. Und zwar, seht ihr ja selber, wir haben jetzt halt die Wände hier noch. Und hier wird halt das Wasser jetzt einfach rausfließen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier die Wand runterziehen. Und dafür brauchen wir eine ganze Menge Smooth Quartz. Also, wir haben uns ein bisschen Quarz rangeholt. Smooth Quartz. Ich weiß halt nicht, ob es reicht. Das Ding ist halt, wir müssen jetzt, dass das Wasser gleich nicht rausfließt, die ganze Wand runterplacen. Hier vorne auch. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob knapp über eine Schalke Smooth Quartz dafür ausreicht. Und jetzt können wir anfangen, alles aufzufüllen. Wir fangen hier an der untersten Stelle an. Also Schicht für Schicht, Layer für Layer, bis zum Rand oben. Alles voll machen. Als das gesamte Wasser im Becken war, hieß es nun, Masse Cape und Seegras zu verteilen. Und der Ozean war schließlich fertig. Wir haben nun alle normalen Biome abgeschlossen und können mit den ungewöhnlichen Biomen fortfahren, von denen die meisten entweder ziemlich selten zu finden, schwieriger zu bauen oder einfach nur ziemlich exotisch sind. Und das allererste Biom dieser Kategorie war eine Pilzinsel. Oh, da haben wir eine. Und hier können wir uns halt ohne Probleme jetzt ein paar Schalkerkisten voll mit Mycelium holen. Grundfläche ist fertig. Das hinten, was jetzt noch aus Erde ist, wird einfach dann überwachsen vom Mycelium. Das dauert jetzt einfach ein bisschen. Und jetzt können wir hier drauf die Pilze platzieren und die mit Bone Meal einfach groß machen. Dann werden das diese großen Pilze. Und auf den Boden müssen auch noch so ein paar. Also das ist eigentlich kein so schweres Biom. Aber die Pilzinseln mussten wir halt erstmal bekommen. Und damit müsste ich passen. Jetzt fehlen nur noch ein paar von den kleinen auf dem Boden. Und damit haben wir das 19. Biom und das erste ungewöhnliche Biom abgeschlossen. Das Pilzbiom ist fertig. Das nächste ungewöhnliche Biom können wir sogar direkt nebendran placen, weil das hebt sich auch ganz gut ab zwischen den anderen Biomen, die hier sind. Und zwar ist es das Badlands Biom. Und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dieses Biom wird auf jeden Fall ein bisschen anstrengender werden, weil die Tafelberge hier genauso hinzubauen, wie sie auch wirklich in Minecraft sind, wird auf jeden Fall eine Challenge werden. Hier haben wir den roten Sand, den wir brauchen. Wir haben hier ganz, ganz viele von den Dead Bushes. Und das Wichtigste, sehr, 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 sehr viel Terrakotta. Und ihr seht jetzt auch, warum es so ein bisschen knifflig werden kann. Wir müssen halt auch diese Gesteinsschichten nachbauen und das könnte schwierig werden auf jeden Fall. Das Gute ist aber, wir können es jetzt hier einfach alles mitnehmen. Wir können auch einen Beacon aufstellen.
Mossig Sand, Mossig Terrakotta. Und wir können den Sand natürlich nicht einfach so hier hinplacen, sonst fällt er runter. Deswegen müssen wir jetzt, genau wie wir es auch beim Ozean schon gemacht haben, mal wieder die doppelte Arbeit leisten und zuerst mal die ganze Fläche mit Blöcken füllen, worauf dann der rote Sand kommt. Wir werden nämlich zuerst alles mit rotem Sand füllen und dann später werden wir die ganzen Tafelberge hinbauen. Grundfläche fertig und wir können jetzt anfangen, hier überall den ganzen roten Sand drauf zu placen. Ja, und jetzt halt die Challenge. Jetzt müssen wir hier die Tafelberge bauen, genauso wie sie auch wirklich aussehen vom Muster. Und ich würde sagen, dafür machen wir uns jetzt allererstes Mal, so wie diese Layer aufgebaut sind, einen Turm und braun. Und das hier ist genauso, wie wir es vorhin hatten, das Badlands-Biom, wie die Layer aufgebaut sind. Machen wir so ungefähr die grobe Grundform. Und das Wichtigste ist, dass diese Blöcke immer höhenabhängig sind. Also hier darf nie so ein Block platziert sein, sonst darf nur der hier sein. Und so versuchen wir jetzt, diese Berge hier hinzubauen. So, ja. Ich glaube, ich finde das wirklich so gut. Guck mal. Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die toten Büsche auf dem Boden. Die fehlen auf jeden Fall noch. Und damit würde ich sagen, haben wir auch das Badlands-Biom erfolgreich abgeschlossen. Weiter geht's mit dem dritten ungewöhnlichen Biom. Und das dritte ungewöhnliche Biom ist ein Mangrovensumpf. Let's go. Hier haben wir einen echten Mangrovensumpf. Hier können wir jetzt eine ganze Menge Matsch farmen, weil der Boden von dem Mangrovensumpf besteht vor allem aus Matsch. Wir haben auch ab und zu mal hier solche Wasserbecken. Das kann man auch selber herstellen, aber wir nehmen uns hier einfach mal ein bisschen was mit und das wird dann bei uns auch die Grundfläche. Was wir jetzt noch mitnehmen können, sind ein paar von den Seerosen hier im Wasser. Ich denke 52 reichen und jetzt, was wir jetzt noch brauchen, hier sind echt viele Blöcke, deswegen könnte man denken, wir brauchen echt extrem viel, aber tatsächlich ist das meiste von den Bäumen, wir können nämlich einfach die Setzlinge hier mitnehmen, die wachsen da oben, da können wir uns einfach so ein paar mitnehmen, so. Wieder da. Und hier können wir jetzt anfangen mit dem ganzen Matsch. Erstmal wieder die Fläche auszufüllen. Wir kriegen es ja wirklich nicht hin, diesen Baum zum Wachsen zu bringen. Warum will der denn nicht wachsen? Also ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Bone Meal organisiert. Also mit dem Bone Meal sollten wir es doch hinbekommen, diesen Baum zum Wachsen zu bringen. Junge, warum wächst der nicht? Einfach weitermachen. Er muss doch irgendwann wachsen. Bro, ich sehe den Baum nicht. Vielleicht muss man den im Wasser platzieren. Hä, warum wächst der nicht? Oh, vielleicht kann er nicht auf Matsch wachsen. Boah, wenn die jetzt da nicht wachsen können, hätten wir echt ein Problem. Guck mal, hier haben wir Grasblöcke. Vielleicht wachsen die darauf. Okay, mach. Bitte. Oh mein Gott, er wächst nicht. Warum wächst er nicht, hä? Grasfläche 5x5. Oh, er ist gewachsen. Hä? Aber warum wächst der? Hey, Bro, wir wollen den aber da haben, hä? Guck mal, wenn wir jetzt hier eine große, wirklich eine große, große Grasfläche machen. Ja, okay, er kann auf jeden Fall hier wachsen. Er braucht aber wirklich... Ja, aber das verstehe ich nicht. Warum braucht er denn... Er braucht doch kein Gras. Wir machen jetzt mal hier Matsch einfach so hin. Hä, hier wächst er auch. Wartet mal. Ich glaube, ich weiß, warum es nicht geht. Okay, ich baue jetzt unter diese Fläche eine Fake-Grasfläche. So, wächst er jetzt. Jetzt wächst er. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich glaube, die Wurzeln versuchen immer zu einem Grasblock zu kommen oder zu einem Erdeblock. Und die sind jetzt hier gerade so runtergewachsen. Ich glaube, wir können das Problem lösen, wenn wir unter unserer Fläche einfach eine große Grasfläche machen. Ich gucke jetzt mal, ob das so geht. Ich platziere jetzt einfach mal hier drunter ein bisschen Gras, weil das können wir ja theoretisch machen. Wir können ja hier drunter einfach eine komplette Schicht aus Grasblöcken bauen. Kann der Baum jetzt wachsen? Ja. Ja, er kann. Er hat sich jetzt wirklich mit der Erde hier drunter verbunden. Digga, das ist ja wirklich eine Wissenschaft hier, Bro. Wir wollen einfach nur einen Mangrovensumpfbiom bauen. Wir müssen hier 45 Minuten Analyse machen, warum diese Bäume... Nachdem wir nun dieses Rätsel gelöst hatten, war auch das Mangrovensumpfbiom fertig und es stand ein weiteres extrem aufwendiges Biom bevor. Der warme Ozean mit Korallenriff. Und hierfür mussten wir nicht nur wieder mal zwei Grundflächen bauen wegen dem Sand am Boden, eine Quarzwand bauen und alles mit Wasser füllen, sondern wir brauchten auch extrem viele Korallenblöcke, um hier das große Korallenriff reinzubauen. Aber wir können jetzt einfach so die Items einsammeln und das Geile ist halt, wenn mein Inventar voll ist, dann kann ich die einfach hier in die Chest reinlegen. Das ist halt wirklich so nützlich. Ich fühle mich gerade, als ob ich nur eine Mission im Leben hätte. Und nachdem wir tonnenweise Korallenblöcke gefarmt haben, ging es ans Platzieren und wir versuchten möglichst realistisch das Minecraft-Korallenriff nachzubauen, was uns dann doch einige Zeit gekostet hat. Aber das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ach nee, jetzt kommt schon... Digga, wo ist meine Hake? Nee... Bro, ich habe gar keinen Bock auf dich. Und hier nehmen wir uns jetzt mal ein paar von den Kollegen mit. Wir brauchen davon nämlich auch eine ganze Menge. Im Deep Dark Biom sind die ja überall verteilt. Vor allem die
Skalk-Sensoren und hier diese Katalysten, die brauchen wir auch. Hey, hi. Ja, also wenn jetzt ein paar Wardens aufschauen. Oh, da oben ist noch einer. Oh, oh, oh. Hier wird gleich alles voll sein mit Wardens. Aber es tut mir leid, wir müssen nämlich ein Deep Dark Biome bauen. Und Bro, diese Viecher kommen überall aus dem Grund raus. Geh mal wieder weg. Vergrab dich doch einfach mal wieder. Oh, das ging schnell. Ich bin gar nicht nervös. Hier sind irgendwie 9 Wardens um mich herum. Also wir haben bisher jetzt 7 Shrieker. Hallo. Hey, hey. Oh mein Gott, Bro, da war noch einer. Alter, das sieht schon krass aus. So neben dem Sumpf. Wir können uns ja mal die ganzen Skalk-Sensoren, die Shrieker und die Katalysten nehmen. Und die müssen jetzt hier auch verteilt werden. Da das Deep Dark Biome noch ein bisschen leer aussah, entschied ich mich noch dazu, einen Teil einer Ancient City zu bauen, wozu ich ein zweites Mal zum Warden musste, um einige Blöcke zu farmen. Alle Materialien sind hier. Wir haben den Warden erfolgreich beklaut. Und ich werde jetzt hier das Ancient City Portal hinbauen. Und in der Zwischenzeit, damit wir weiterhin Progress machen. Das wird jetzt sehr, sehr lange dauern. Wir haben ja hier noch teilweise Grasflächen schon vorbereitet. Die anderen 5 werden jetzt die Savanne und den Dschungel bauen. Also hier wird dann sozusagen der normale Dschungel hinkommen. Beide Biome, die die anderen Spieler jetzt bauen, während ich das Ancient City Portal baut, werden auch eine Struktur bekommen. Der Dschungel bekommt einen Dschungeltempel und hier wird die Savanne hinkommen. In die Savanne kommt ein Rune Portal und ich werde bei beiden Biomen nicht mitmachen, weil ich halt jetzt die ganze Zeit das Ancient City Portal baue, was auch sehr lange dauern wird. Die anderen Spieler werden jetzt 2 Biome in der Zwischenzeit bauen und wenn ich das Ancient City Portal fertig habe, dann schauen wir uns mal an, was die hier fabriziert haben. Und so, wir sind fertig. 2 Stunden circa hat das jetzt gedauert. Und ist jetzt schon, wenn wir Obsidian hingeplaced, weil wir können das normale Reinforced Detail ja nicht bekommen. Und deswegen haben wir Obsidian geplaced, denn jetzt haben wir auch unser erstes Nether-Portal hier in der Base. Das hier ist das erste richtige Nether-Portal. Und hier können wir jetzt immer in den Nether gehen. Deep Dark Biom, das letzte ungewöhnliche Biom abgeschlossen. Und wir machen jetzt weiter mit den fortgeschrittenen Biom. Beziehungsweise wir können uns ja mal angucken, was die anderen in der Zwischenzeit gemacht haben. Weil der Dschungel und die Savanne sollte jetzt ja fertig sein. Und da hier sehr, sehr viele Leute rumlaufen und nichts tun, gehe ich mal davon aus, dass wir fertig sind. Das hier ist die Savanne. Die Savanne und eigentlich ist ein Dschungel. Boah, ich finde aber, eine Savanne mit so grünem Gras hat auch was. Also wir können halt die Biomfarbe nicht beeinflussen, aber ich finde so eine grüne Savanne, Bro, das ist echt sick. Genau, und wir haben auch einen Rune Portal in dem Biom. Also ich finde, das sieht echt gut aus. Okay, Savanne würde ich schon mal sagen, sehr, sehr gut. Wir gucken uns mal den Dschungel an. Da ist der Dschungel, let's go. Und da seht ihr auch schon, hier ist tatsächlich auch ein Dschungeltempel. Und ich finde so Strukturen adden nochmal so viel zu den Biomen hinzu. Dschungeltempel. Und der Keller wurde zugemauert, okay. Geil, und damit haben wir auch den Dschungel abgeschlossen. Und natürlich die Savanne. Die Savanne ist auch abgeschlossen. 25 von 32 Biomen abgeschlossen. Noch 7 weitere Biome, inklusive dem Void-Biom am Schluss. Das Void-Biom wird nochmal ein richtiger Brocken. Wir sind aber schon sehr, sehr weit. Je mehr Biome wir bauen, je besser sieht's aus. Wir werden ja wahrscheinlich im nächsten Video hier in die Mitte des Gebäudes bauen. Das wird halt so krass aussehen, weil wir haben dann einfach die ganzen Biome außenrum, Bro. Man fühlt sich hier richtig wohl in so einer richtigen Oase. Weiter geht's mit dem 26. Biom, was eine Lush Cave führt. Und wir nähern uns so langsam immer mehr dem mit Abstand schwierigsten Biom auf unserer langen, langen Liste. Aber vorher mussten wir zuerst das Lush Cave Biom bauen und ja, dieses Biom ist mit Abstand das hässlichste Biom. Wir haben wirklich alles versucht, aber es dann irgendwann einfach akzeptiert. Das nächste Biom ist das Endbiom, unser erstes Endbiom. Und das machen wir hier hin, zwischen dem Birkenwald und zwischen das Tiger Biom. Hier würde das End doch gut kommen. Wir bauen das End, so wie der Enderdrache da auch rumfliegt, mit den ganzen Obsidian Towern. Und die Grundfläche von dem Biom muss aus Endstone gebaut werden. Ja, ich würde sagen, das passt. Es ist halt ziemlich leer, aber es ist halt das End. Aber trotzdem fehlt noch eine Kleinigkeit. Und zwar auf den Towern sind ja auch noch End-Crystals. Und wir können auf einen Tower auch noch diese Gitter machen. Und für die End-Crystals gehen wir mal ganz kurz in den Nether. So, da haben wir doch einen Ghast. Der droppt uns eine Ghast-Träne. Oh mein Gott, sogar 4. Ich wusste nicht, dass sie so viel droppen. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Festung. Bei einem End-Crystal braucht man nämlich eine Ghast-Träne, 7 Glas und ein Ender-Auge. Oh, den können wir mal mitnehmen. Hey, let's go. Genau, die Kollegen brauchen wir nämlich. Wow, die kommen ja alle voll entgegen. Das ist ja echt nett von euch. Wir können uns 3 End Crystals craften. Let's go, let's go, let's go.
Und damit haben wir das Endbiom erfolgreich abgeschlossen. Wir haben jetzt einen Tower mit den Gittern und zwei normale mit den Crystals oben drauf. Und weiter geht's mit dem nächsten Biom. Ich würde sagen, hier ist doch ein guter Platz neben dem Dschungel und neben dem anderen Endbiom, was danach kommt. Und dafür brauchen wir jetzt eine ganze Menge Cleanstone. Wieder mal. Und damit haben wir auch das Dripstone Cave Biom abgeschlossen. Bevor wir aber endlich zum Void Biom kommen, gibt es nach dem Dripstone Cave Biom noch drei letzte Biome, von denen vor allem das nächste wirklich extrem aufwendig ist. Denn das ist das zweite End mit einer ganzen End City. Und da wir die Grundfläche aus Endstone bereits gebaut haben, müssen wir jetzt nach einer End City suchen, welche wir uns dann einmal, ausborgen. Ich bin so sicher. Oh, da ist eine. Let's go. Oh mein Gott, die ist sogar groß. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die mit. Wir müssen halt nur noch nach dem Drachenkopf gucken. Weil der Drachenkopf muss auf jeden Fall da auch noch hin. Hey. Hallo. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, ja, wir müssen auf jeden Fall die Schalke erstmal wegmachen, bevor wir das Ding hier abbauen. Bro, oh mein Gott, wie kann man denn so nerven? So kann ich nicht arbeiten. Oh, er denkt, er wäre sicher da vorne. Da muss ich dich leider täuschen. Oh mein. So, das war der letzte. Und damit haben wir die ganze End-City komplett geklärt. Hier sind jetzt keine Schalker mehr. Was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Und hier. Digga, er ist ja richtig am Ackern hier. Er ist ja richtig am Produzieren. Okay, er ist der letzte. Beacon steht. Und was wir jetzt halt machen müssen, wir müssen jetzt die ganze End-City einmal komplett abbauen, alle Materialien mitnehmen und bei uns wieder aufbauen. End-City ist fertig. Bro, die End-City ist so riesig im Vergleich. Alter, was ist... Ach, deswegen leckt mein Game so, Bro. Ich habe die ganze Minecraft-Welt geladen. Alter, Junge, ich habe halt wirklich alles geladen. Bis nach da vorne. Junge, was ist das hier überhaupt? Das habe ich noch nie gesehen. Und das nächste Biom, was wir jetzt machen werden. Wir haben nur noch zwei fortgeschrittene Biome und dann kommen wir zum Void-Biom endlich mal. Wir haben jetzt hier schon die Chorusfrüchte platziert. Die müssen halt noch wachsen. Aber wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Biom. Und das nächste Biom ist das Basalt-Deltas. Das letzte Nether-Biom. Wir haben sowieso nur noch drei Biome. Wo machen wir das Basalt-Deltas hin? Wir haben nicht mehr viel zur Auswahl an Platz. Da vorne haben wir noch einen Platz. Und wir haben hier noch zwei Plätze. Eins von den drei Plätzen ist halt das Void-Biom dann. Ich glaube, Basalt-Deltas sollten wir nicht neben dem Dschungel machen, weil sonst fackelt uns der halt nämlich ab. Ja, da vorne ist halt auch Cherry. Das hat auch Holz. Ich glaube, das ist auch nicht so gut mit Basalt-Deltas, mit Lava und so nebendran. Lass uns Basalt-Deltas hier hin machen. Neben dem Ozean. Das Basalt-Deltas-Biom ist abgeschlossen. Wir haben jetzt hier so zwei Lavaseen gemacht. Und wir kommen nach dem Basalt-Deltas jetzt zum letzten richtigen Biom. Hier kommt das Void-Biom hin. Damit fangen wir auch gleich an. Aber zuerst fliegen wir mal zum Ort, wo wir unser vorletztes Biom hinbauen. Das letzte Biom ist tatsächlich mein absolutes Hass-Biom. Und das letzte richtige Biom, was wir bauen werden, das vorletzte Biom, ist der Frozen Ocean. Hinter mir seht ihr, wir haben schon den kompletten Pool gefüllt, weil das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Haben wir jetzt schon erledigt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch in den Frozen Ocean die ganzen Eisberge reinplacen. Und dafür fliegen wir jetzt mal ganz kurz zu unserer Pyramide und gucken, weil wir müssen noch ein bisschen Packed Ice haben von dem Eisbergsbiom. Packed Ice haben wir eine ganze Menge. Und jetzt müssen wir als allererstes, weil im Frozen Ocean sind ja nicht nur die Eisberge, für die wir das Packed Eis brauchen, sondern auch ganz viele Eisschollen im Wasser. Und dafür brauchen wir normales Eis. Und normales Eis haben wir noch gar nicht. Und ich würde sagen, dafür suchen wir mal ein Biom, wo wir normales Eis haben. Da haben wir einen Frozen Ocean. Und hier haben wir sehr, sehr, sehr viel normales Eis. Das brauchen wir. So, guck mal, so ist doch gut, oder? Boah, ich finde, es kommt auch nochmal richtig gutes Biom. Das macht auch nochmal so einen guten Kontrast zu den anderen. Das sieht so vielfältig aus hier. Hey, oh, vielleicht kriege ich meinen Trident wieder, den ich am Ende verloren habe. Aber wenn er mir jetzt einen Trident droppt, wäre echt gut. Da habe ich nämlich wieder meinen zweiten. Oh mein Gott, er hat ihn wirklich gedroppt. Das ist der erste, der hier spawnt. Er hat mir direkt den Trident gegeben. Geil. Trident im End versenkt. Und hier ist der neue. Sogar selber gezüchtet hier. So, wir sind fertig mit dem vorletzten Biom. Fertig mit dem Frozen Ocean. Wir haben das Biom abgehakt. 31 von 32 Biomen abgeschlossen. Fast fertig. Das letzte Biom, das schwierigste Biom, kommt jetzt. Nahezu alle Biome um unser gigantisches Loch. Dieser Bereich, der letzte, der frei ist. Und hier wird jetzt das Void-Biom hinkommen.
diese ganzen Bedrock-Blöcke da unten, die kommen alle weg. Das sind über 20.000 Bedrock-Blöcke, die da unten sind. Bevor wir das aber machen, seht ihr, wir haben ja hier, da kann man überall noch drunter schauen. Das müssen wir generell noch überall machen. Wir müssen von außen bei den Biomen, ist halt alles hohl aufgebaut. Und wir müssen diese ganze Quarzwand noch runterziehen. Und ja, die Ecken müssen auch noch zugebaut werden vom Loch. Aber beim Void-Biom ist es besonders wichtig, weil das ist ja leer. Also da haben wir bis unten gar nichts. Und deswegen werden wir jetzt schon anfangen beim Void-Biom. Und von hier oben das ganze Smooth-Quarz komplett bis zum Bedrock runterzuziehen. Bei den anderen Biomen müssen wir das halt nur bis zur normalen Minecraft-Welt machen, bis hier dann oder so. Aber beim Void-Biom machen wir das jetzt schon. Wir haben dazu diese ganzen Schalker Smooth-Quarz. 13 Schalker Smooth Quarz. Und ich hoffe, die werden reichen, diesen ganzen Bereich Smooth Quarz Umrandung bis zum Bedrock runterzuziehen. Denn wenn man später dann hier wirklich ein Loch in der Minecraft-Welt hat und der ganze Bedrock weg ist und man ins Void reinfliegen kann, dann wollen wir auf gar keinen Fall, dass man halt unten drunter schauen kann. Vier Stunden später ist es jetzt, weil wir mussten zwischendrin noch mal einiges an Smooth Quartz traden in unserer alten Trading Hall und auch smelten. Aber vom Void Biom ist jetzt die komplette Wand fertig. Und da seht ihr es, das ganze Bedrock, was da unten ist, das sind über 20.000 Bedrock Blöcke. Die müssen alle weg. Und diese ganzen Bedrock Blöcke könnten wir natürlich mit dieser Bedrock Breaking Methode bauen, wo man einen Piston und TNT placed. Würde aber viel zu lange dauern, wenn wir das ganze 20.000 mal machen müssen. Und deswegen werden wir einen Bedrock Breaker bauen. Das ist eine Maschine, die kann mehrere Bedrock-Blöcke auf einmal zerstören. Ich habe das Ding noch nicht gebaut. Die Materialien dafür haben wir schon. Und dieses Gerät werden wir jetzt aufstellen. Okay, der Bedrock-Breaker steht. Und wir machen jetzt den ersten Test. Dieser Redstone-Block muss abgebaut werden. Dann startet der Bedrock-Breaker. Okay. Funktioniert's. Oh ja, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Ja, oh mein Gott, Bro. Genau hier, wo diese Explosion ist, hier vor den Pistons, wird jetzt das ganze Bedrock zerstört. Alles weg. Alter, wie krass. Junge, das geht ja richtig schnell. Und so werden wir Stück für Stück jeden einzelnen Bedrock-Block bis nach ganz da vorne wegmachen. Also ihr seht, wir gehen hier ein bisschen, das ist ein bisschen ungünstig. Wir gehen halt ein bisschen in unser Loch rein. Aber es wäre viel zu aufwendig, hier die Kurve auch noch reinzukriegen. Und deswegen machen wir einfach ein großes Viereck, sodass dieser ganze Bereich hier später komplett drin ist. Und dann ziehen wir einfach die Wand wieder runter. Also, Test war erfolgreich. Ihr seht, wir haben jetzt hier komplett bis nach da vorne alle Bedrock-Blöcke entfernt. Das sind jetzt halt nur nicht so viele, weil wir müssen jetzt erstmal den ersten Bedrock-Layer wegmachen. Und das sind halt nur so diese paar Blöcke, die hier sind. Das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, diese Pistons hier müssen immer wieder geplaced werden. Die verbrauchen sich nämlich. Die droppen dann jedes Mal, wenn die Maschine langfährt. Hier unter der Bahn, wo das ganze Bedrock weg ist, fehlen jetzt die Pistons oben. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon mal für die komplette Fläche alle Pistons hier oben platzieren. Also für jeden Bedrock-Block, der hier ist, für jede Koordinate brauchen wir einen Piston. Digga, guck dich das an. Junge, das Piston-Biom einfach. 15.000, fast 16.000 Pistons sind es hier. Und das ist halt wichtig, weil diese Pistons werden immer wieder abgebaut von der Maschine. Die droppen dann auch, die müssen wir auch wieder aufsammeln, weil Bro, die wollen wir nicht wieder alle farmen. Es geht los und es fängt wieder einmal an. Das Bedrock wird zerstört. Hier, nächster Bedrock-Block. Und weg. Und so werden wir Stück für Stück alles wegmachen. Oben die Pistons droppen immer, die müssen wir aufsammeln. Und ja, das war es eigentlich quasi. Das müssen wir jetzt machen. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Wenn die Maschine auf der anderen Seite angekommen ist, bewegt sie sich auch einen Block nach links. Das sehen wir jetzt. Diese ganzen Pistons schieben sich jetzt einmal nach links und die Maschine fährt zurück. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also jetzt gerade wird kein Bedrock zerstört. Erst wenn die Maschine wieder in diese Richtung fährt. Die obersten Bedrock-Blöcke alle weg vom ersten Layer. Und es gibt eine kleine Planänderung. Wir werden jetzt ab sofort nicht mehr wie anfangs die Pisten einsammeln und die Maschine AFK durchlaufen lassen, weil es sonst einfach viel zu lange dauert. Wir waren hier 4 Stunden aktiv dabei und haben Pistons aufgesammelt. Und das Problem daran ist halt, dass wir nur 25% der Pistons wieder rausbekommen. Und dafür lohnt sich das Ganze nicht. Wir brauchen unfassbar viele Pistons. Und glücklicherweise haben wir eine ganze Menge Pistons. Eine ganze Doppelkiste voller Schalkerkisten, voller Pistons. Wir haben die anderen jetzt rangeholt. Wir hatten noch ein paar kleinere Farmen, Kabelzonengenerator, eine halb kaputte Holzfarm. Und damit haben wir jetzt doch noch mal ein paar Pistons ranbekommen. Das heißt, der Plan ist jetzt der. Wir werden einfach die ganzen Pistons platzieren. Wir werden die nicht wieder aufsammeln. Der Plan war ja ursprünglich, wenn die Maschine an ist, die Pistons, die oben wieder abgebaut werden von der Maschine, von der Explosion, immer wieder aufzusammeln, sodass wir keine Pistons verlieren und die wieder placen. Problem ist nur, dass wir 3/4 der Pistons
Pistons verlieren, weil die von der Explosion hochgesprengt werden. Das heißt, wir werden jetzt für auch den zweiten Layer, es sind noch 4 Layer Bedrock, wieder einmal die komplette Fläche voll mit Pistons placen und dann werden wir keine Pistons aufsammeln, sondern einfach AFK gehen und warten. Ein paar Tage später und wir haben den letzten Layer Bedrock erreicht. Hier seht ihr, wir haben 4 Schichten Bedrock weggemacht. Die Maschine ist hier ein paar Tage durchgelaufen und Mr. T hat das Ding immer wieder runtergesetzt. Und wir haben einige von diesen Pistenflächen platziert und jetzt auch die letzte. Diese ganzen Pistons hier werden dafür sorgen, mit Hilfe von dem Bedrock Breaker, der auch schon aufgebaut ist, hier die letzten Bedrock-Blöcke wegzumachen. Wir machen die Maschine jetzt an. Das heißt, unter diesen Blöcken, die jetzt zerstört werden hier, wird das Void zum ersten Mal revealed. Oh mein Gott, Bro, hier ist es. Das Void. Alter. Er zerstört die letzten Bedrock-Layer, die letzte Schicht. Und hier diese ganzen Bedrock-Blöcke hier. Ihr seht, wir können jetzt unterm Void rumfliegen. Alles, was jetzt hier über mir ist, wird weggemacht. Ich darf nur nicht zu weit runter, Bro, sonst bekomme ich nämlich Schaden. Also, wir lassen das Ding jetzt ein paar Stunden durchlaufen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der ganze Layer weg ist. Wir haben unser Voidloch, Bro. Guckt euch unser Loch an. Das Quarz muss noch runtergezogen werden. Hier ist einfach ein Loch in der Minecraft-Welt. Wir können jetzt unter die Minecraft-Welt und drunter fliegen, unterm Bedrock. Wir haben es geschafft. Das Void-Biom ist hiermit auch fast fertig. Hier die Quarzwand muss wieder nach unten gezogen werden. Und jetzt seht ihr halt auch, was ich gemeint habe. Wir sind halt hier komplett volle Kanne drin mit der Ecke. Aber da wir halt ein Viereck gemacht haben, ist das Ganze viel einfacher gewesen, weil wir halt nicht diese Kurve hier machen mussten. Jetzt haben wir halt diese komische Ecke hier, was später aber nicht mehr so viel ausmachen wird, weil wir eh die ganze Bedrock-Fläche hier, alles wird zugebaut am Ende. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, wir müssen die Quarzwand runterziehen. Wir müssen die Obi-Wand wieder runterziehen, dass man nichts mehr hier unten drunter sehen kann. Und dann haben wir das Void-Biom fertig. So, wir sind fertig mit unserem Void-Biom. Sehr, 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 sehr geil. Das Biom, was mit Abstand am längsten gedauert hat. Und damit haben wir alle Biome abgeschlossen. 32 Biome, einmal komplett um die ganze Base außenrum. Also dieses Projekt hier, das ist komplett eskaliert. Ich hätte niemals gedacht, als wir das hier angefangen haben, dass wir am Ende 105 Stunden diese Biome bauen. 105 Stunden über die letzten knapp über 3 Wochen verteilt. Das ist wirklich krass. Also, das ist das Endergebnis. Ich finde es sehr, 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 sehr geil. Natürlich, hier fehlen noch unfassbar viele Blöcke. Es sind halt nur die Biome jetzt. Aber beim nächsten Mal kommt hier diese fette, fette Base rein, die wir schon die ganze Zeit bauen wollen. Beim nächsten Mal ist es soweit. Das Hauptgebäude wird gebaut. Hier in die Mitte Millionen Quarzblöcke. Wir haben schon ungefähr einen Plan, wie wir das ganze Material ranbekommen wollen. Und dann bekommt auch der Rand nochmal ein ordentliches Upgrade. Wir machen noch einmal einen Rundflug um jedes einzelne Biom und schauen uns nochmal alles an. Wir haben hier Akazienbiom, Old Growth Tiger, wir haben den Crimson Forest, Snowy Tiger, da lernt man auch nochmal richtig die Biomennamen kennen. Dann hier Stony Peaks Biom, was ich auch nochmal sehr gut finde. Also tatsächlich haben sich die Biome auch ein bisschen geupgradet, während wir die anderen gebaut haben. Hier sind nochmal ein paar Kalzitadern dazugekommen. Finde ich sehr, sehr geil. Und dann hier ganz am Anfang natürlich das Nether Waste, die Wüste, das Plains, wo ein Lavasee und auch ein Dorf noch dazugekommen ist. Das Icebergs Biom, was ich sehr, sehr geil finde. Icebergs, glaube ich, einer meiner Favorites. Dann hier natürlich Dark Oak Forest, Snowy Plains auch sehr, sehr geil, finde ich. Und ich würde sagen, Real Talk, ich glaube, das Soul Sand Valley ist wirklich eins meiner Lieblingsbiome. Soul Sand Valley, richtig gut gelungen. Dann hier der Ozean, Badlands Biom, was eigentlich ein eroded Badlands Biom ist. Aber naja, Badlands ist Badlands. Pilzinsel, Mangrovensumpf. Dann hier die End City, Bro. Die End City hat so viel hinzugefügt nochmal. Ich finde es auch so geil, wie dieses Schiff hier drüber fliegt. Guck mal, man kann jetzt einfach hier stehen, wie der Kapitän, und man fliegt einfach mit so einer Aussicht. Rüstungskäfer auch nicht so schlecht eigentlich. Dann Dschungel und dann natürlich hier das Void Biom. Bro, das Void Biom ist überraschend einfach gewesen, sage ich sogar. Es hat natürlich ein paar Tage gedauert. 5 Tage oder sowas hat es gedauert. Aber ich hätte gedacht, das wäre mehr Pain. Natürlich trotzdem das aufwendigste Biom von allen. Das Delta ist auch sehr cool. Dann der warme Ozean mit Korallenriff, Birkenwald, Wald, das End, Tiger, Lush Cave, Deep Dark mit unserem ersten richtigen Nether-Portal. Und jetzt sind wir fast einmal rum. Hier der Sumpf, dann Frozen Ocean, Cherry Blossom Biom, der Bambusdschungel. Bambusdschungel auch einer meiner Favorites, glaube ich. Bambusdschungel, sehr, sehr geil. Der Warp Forest. Und damit sind wir einmal rum.